herzlich willkommen zum Sneaker der Woche. Ich bin Choc Hikmet, das ist nicht Choc Simon. Das ist Choc Simon. Und der Sneaker der Woche ist der 1er Jordan Pinnacle. 400 Euro Tacken. Volles Kannst Programm. Du kurz mal halten? Ich möchte einmal Flatrate-Puff in einem Schuh. Aber da kannst du eine Woche Flatrate-Puff, glaube ich. Kommt immer drauf an, wo man hingeht wahrscheinlich. Ja, das stimmt. Aber auf Qualität setzt er nicht wirklich. Quatsch, Quatsch. Ein Monat. Was Michael Jordan wohl sagen würde zu dem Thema? Ich glaube, das ist der Grund für diesen Schuh. Das ist nämlich die Eintrittskarte zum Puff. So, denn dieser Schuh kostet nicht 400 Euro, weil Nike sich gesagt hat, Mensch, 400 Euro würden im Jahresabschlussbericht ganz gut aussehen. Yep. Sondern, weil die goldenen Teile, die hier so schön gold glänzen, tatsächlich vergoldet sind. Also es ist echtes 24 Karat Gold, was die da drauf gesprüht haben. Das heißt, das hat schon mal so einen gewissen Wert für sich. Naja, wie vergolden? Nee, vergolden macht man ja so rein, ja, ne? Ins Goldbad. Genau. Ja, draufgesprüht. Galvanik nennt man das Ganze. Da wird sozusagen das niedere Material mit dem. Okay. Professor, Doktor, ne? Ja, entschuldigen Sie bitte. Ja, geiler Schuh, sieht super aus. Schwarz, Bruder ist Schlange mit Gold. Kannst du passen zur Goldkette. Und dann würde ich sagen, an den Fuß diese Dinge. Und dann ich wollte auch noch was sagen kurz. Ah, entschuldigen Sie bitte, der Herr würde auch noch gern was sagen. Hätte es auch in Weiß gegeben, kommt aber erst Ende Mai. Stimmt, der Weiße, der wurde verschoben. Nein, sogar Mitte Juni. Mitte 13. Juni? Okay, Juni. Ich hab noch Mai. Stand der Dinge gestern Abend. Schwarzes Ding ist ein Brett am Fuß, guckt es euch selber an. Der Typ wird sie jetzt an den Füßen tragen. Er trägt die immer richtig gut an den Füßen. Und wenn ihr seinen Pullover auch so mag, mögt wie ich, dann würde ich mich freuen, wenn ihr da mal Kommentare über seine Würste auf seiner Brust hinterlasst. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Sondern von der Wurst. So. Und dann haben wir noch den Kreis geschlossen zum Flatrate. Egal. On feed. On feed, bitte. Kinder, das war unser Sneaker der Woche. Wenn ihr mal richtig schön mit eurem Mietwagen abends in den Club fahren wollt, irgendwelche Bitches beeindrucken und einen auf richtig dicke Hosen machen wollt, so, dann holt ihr euch den Schuh. Holt ihr euch den Schuh. Der hat auch einen zweiten Namen, der heißt Pimp Daddy. Ja, Jordan 1 Pinnacle Pimp Daddy. Joa, ist ganz okay. Ich würde keine 400 Tacken dafür zahlen. Aber es ist ein guter Schuh. Bruder, wer hat, der hat. Dann bis zum nächsten Mal, dann gucken wir mal nach, ob wir haben. Und, genau, wenn ihr den Schuh gekauft habt, möchten wir alle Bilder sehen. Instagram könnt ihr uns verlinken mit Hashtag TurnschuhTV oder @TurnschuhTV. Genau, wir wollen eure Bilder sehen, bitte adden, hashtaggen und hashtaggen. Abonniert den Kanal von apropos uns, Hashtag, TurnschuhTV. Kennst du schon den Hashtag, Hashtag? Dad? Dadboard? Ja, Dadboard. Ja, bist du voll mit dabei? Dadboard. Ich nicht. Ich bin mehr so. Ich mache jetzt auch Hashtag Dadboard. Muss mir nur noch ein Foto überlegen. Ich bin mehr so Hashtag Sexmaschine. Okay. Nein. Würstchenmaschine, Hashtag.